Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen gibt es die Aussagen von Cao Dong, der dazu animiert, Bitcoins zu kaufen. Außerdem gucken wir uns an, wie die Kryptowährungen quasi häufiger eingesetzt werden in der Bevölkerung und zu guter Letzt gucken wir uns die Pläne von dem ehemaligen Schauspieler Brock Pierce an, der vorhat, die Börse MTGOX zu kaufen. Wie gerade schon erwähnt, gucken wir uns das erste Thema an und hier geht es um den Kryptowährungsmilliardär Cao Dong, der dazu animiert, Bitcoins zu kaufen, solange es kein Interesse der Bevölkerung gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben ja alle das Hoch 2017 mitbekommen, $20.000 war dort ein Bitcoin wert und der Preis ist im Jahr 2018 wieder rapide gesunken. Aktuell liegen wir ungefähr bei einem Wert von $3.600 pro Bitcoin. Und man geht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ja deutlich bessere Zahlen auch wieder sehen werden. Die einen, die sagen, 2019 ist das Jahr, in dem es wieder nach oben geht, wo ja $10.000 dann schon realistisch sind. Andere gehen davon aus, dass 2020, 21 und 22 eher so die Jahre sind, in denen es zu dem nächsten All-Time-High kommen wird. Ich persönlich bin auch eher jemand, der sagt, 2019 wird zwar der Kurs sich weiterhin verbessern und der Preis auch weiterhin steigen, aber ich glaube erst, dass wir 2020 bzw. 2021 wirklich diese gravierenden Aufstiege wieder sehen werden. Und Cao Dong hat hier in dem WeChat in China darüber gesprochen, was er zu dem ganzen Kryptowinter denkt. Dort hat er in der Gruppe The Public Chain Alliance Crossing the Bulls and Bears Elite Team darüber gesprochen, was er wirklich denkt. Und er sagte Folgendes: Dies gilt für die meisten Menschen, wenn sie Bitcoin jetzt nicht beachten, werden sie Bitcoin die meiste Zeit nicht wirklich viel Aufmerksamkeit schenken. Doch wenn der Bitcoin wieder 10.000 wert ist, werden diese Bitcoin wieder bemerken. Wenn Sie und ich an die Zukunft von Bitcoin glauben, ist es am besten, so viel wie möglich zu besitzen, wenn es niemanden interessiert. Macht natürlich irgendwo Sinn. In dem Moment, wo das Interesse einer Kryptowährung extrem leidet, und das ist nun mal beim Bitcoin auch passiert, wenn wir quasi September 2017 bis Dezember 2017 betrachten, da gab es unendlich viel Berichterstattung. Ja, die ganzen Zeitungen, die ganzen Fernsehsender und so weiter haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, haben täglich irgendwelche Artikel rausgebracht, haben darüber gesprochen, dass eine Blase explodieren wird, dass der Kurs noch weiter steigen wird und dass es kein Ende gibt und so weiter und so fort. Also man hat hier wirklich einen bunten Mix an Informationen bekommen und die Bevölkerung hat natürlich direkt das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie hier die große Chance einfach verpassen und deswegen haben viele in den Markt investiert. 2018 gab es natürlich dann den Crash und da folgten natürlich viele der Hysterie bzw. der Angst und haben angefangen, ihre Anteile wieder zu verkaufen. Heißt also, die ganzen Leute, die wirklich ruhig waren, ruhig am Markt gesessen haben und so weiter, konnten hier relativ günstig auch wieder Coins schießen. Und letztendlich kam es dazu, dass natürlich auch die mediale Berichterstattung erst extrem negativ wurde und dann weiter abgeflacht ist. Das heißt also, für die meisten Zeitungen und so weiter war das ganze Thema nicht mehr relevant und daher wurde darüber auch nicht mehr berichtet. Jetzt sind wir gerade immer noch in diesem Zeitintervall quasi, in dem wenig darüber berichtet wird. Wir haben zwar die ganzen kryptospezifischen Seiten, wo verschiedenste Neuigkeiten geteilt werden, aber es gibt kaum Artikel von wirklich großen Zeitungen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Natürlich ist es mehr als 2017 bzw. 2016 und so weiter, wo es halt dieses riesige Konstrukt noch überhaupt gar nicht in der Art und Weise, wie es heute existiert, gab. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es ja deutlich nachgelassen hat. Und wenn wir uns die Aussagen von Cao angucken, dann geht er ganz stark davon aus, dass wir hier 2020 bzw. 2021 den Krypto-Sommer
miterleben werden. Er hat tatsächlich auch schon 2018, also im November 2018, prognostiziert, dass der Bitcoin 2021 einen Preis von 50.000 Dollar erreichen wird. Und das erklärt er wie folgt: Im Bullenmarkt überrede ich die Leute nicht, Bitcoin zu kaufen, weil es einfach scheint, schnelles Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Jetzt fange ich an, die Leute davon zu überzeugen, Bitcoin zu kaufen, weil sie einfach den Bitcoin zur jetzigen Zeit sehr, sehr günstig schießen können. 3.600 Dollar ist halt tatsächlich ein sehr, sehr guter Preis für einen Bitcoin, und man geht ja davon aus, wenn man tatsächlich an das Ganze hier glaubt, dass der Bitcoin auch zukünftig wieder an Preis oder vom Preis her steigen kann. Und eine seiner letzten Aussagen in dem ganzen Thema oder in dem ganzen Kontext war auch: Das Einzige, was du brauchst, ist Geduld. Das ist in vielerlei Hinsicht so, und man sollte sich sowieso auch mit dem Thema Finanzen, Aktien, Finanzprodukte und so weiter auseinandersetzen, um halt einfach auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich Märkte verhalten und wann man vielleicht tatsächlich verkaufen sollte. Als zweites Thema haben wir das Thema, dass es immer mehr Nutzer gibt, die Kryptowährungen benutzen. Und laut einer Studie von Kaspersky wird wohl jeder 10. Internetbenutzer aktuell Kryptowährungen benutzen. Das haben sie ja aufgrund einer Studie herausgefunden. Dabei geht es vor allem um die Kryptowährungen Bitcoin, Ripple und Ethereum. Und diese Umfrage wurde vom Sicherheitsunternehmen in insgesamt 22 Ländern zwischen Oktober und November vergangenen Jahres durchgeführt. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute sie hier tatsächlich befragt haben. Das gibt dieser Artikel leider nicht her an Informationen, was sehr, sehr schade ist. Aber wie gesagt, es geht aus dem Artikel wohl oder beziehungsweise aus dieser Analyse, aus dieser Studie hervor, dass insgesamt ja jeder 10. Kryptowährungen benutzt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Das heißt also, dass wir hier immer weitere Adaptionsmöglichkeiten wahrgenommen haben, die dazu führten, dass Kryptowährungen akzeptiert werden, beziehungsweise dass es natürlich auch Nutzer gibt, die dann die Adaptionen nutzen, um tatsächlich den Bitcoin oder auch Ripple oder Ethereum hier als Zahlungsmethode oder Zahlungsmittel zu benutzen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde, was aber natürlich einhergeht, und Kaspersky sollte natürlich oder hat natürlich hier ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Als Sicherheitsunternehmen haben sie natürlich ein großes Interesse, darüber aufzuklären, was es hier für Sicherheitsrisiken gibt. Und da geht es natürlich vor allem um das Thema Cyberkriminalität und Sicherheit, denn das ganze Thema wird dadurch natürlich auch relevanter. Vor allem wird hier vor ICOs gewarnt, denn meistens haben ICOs keine wirklich guten Teams, die sich mit dem Thema IT-Security und so weiter auseinandergesetzt haben oder beziehungsweise wirklich viel Erfahrung in dem Bereich haben. Natürlich lernt man diese ganzen Dinge, aber gerade wenn es darum geht, dass ein Unternehmen, ein ICO, ein Startup, wie man das auch immer bezeichnen möchte, anfängt, Gelder einzunehmen von Kunden, von Investoren und so weiter, dann sollte sichergestellt sein, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf dem höchsten Stand der Technik sind, damit die ja, Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, extrem minimiert wird. Das gibt nichts Schlimmeres, als wenn ja quasi Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass Hacker es schaffen, irgendwo auf einen Server zu kommen, sich die Private Keys auslesen können und was auch immer. Hier sollte man einfach darauf achten, natürlich auch, wem man hier Vertrauen schenkt. Und die Idee ist von Kaspersky natürlich in dem Kontext, dass ja, Sicherheit großgeschrieben wird, aber dass auch das Interesse der Kryptowährungen im Allgemeinen immer weiter ansteigt. Zu guter Letzt gucken wir uns hier noch die Pläne von dem ja, früheren Hollywood-Schauspieler Brooke Pierce an, der darüber diskutierte bzw. Informationen veröffentlichte, dass er plant, Mt. Gox zu kaufen. Und Mark Kapels hat sich dazu nochmal geäußert, der aktuelle Chef von Mt. Gox. Und ja, man sieht relativ schnell, wenn man sich das ganze Thema hier anguckt, dass Brooke Pierce wohl mehr Schein als Sein hier gerade auftischt. Heißt also, er sprach darüber, dass er Mt. Gox kaufen will, dass er durch einen ICO die Gläubiger entschädigen will und dann die ganze Plattform wieder aufbauen möchte. Das Ganze verneinte Mark Kapels gegenüber dem Magazin The Block. Er hat zwar einen Brief von dem Schauspieler bekommen, aber es gab in keinster Weise eine Beantwortung, es gab keine Vereinbarung, die getroffen wurde, es gab keine gerichtliche Zustimmung, die hier vonnöten gewesen wäre, und auch der gesamte Vorstand von Mt. Gox hat hier nichts zugestimmt, und dadurch ergibt sich dann auch die Aussage, der Brief hat keine Bedeutung mehr.
Bedeutet also nichts anderes, als dass Brooke Pierce hier mit leeren Patronen geschossen hat und dass es nicht dazu kommen wird, dass der Bitcoin bzw. dass Mt. Gox natürlich in irgendeiner Art und Weise gekauft wird und dass die Gläubiger entschädigt werden. Heißt also auch, man sollte diesem ganzen Themachen nicht allzu viel Beachtung schenken. Zu guter Letzt gucken wir uns noch die Aussage von dem aktuellen CEO an. Und er sagte, das Narrativ von Pierce ist, dass er nett genug sei, einen Überschuss an die Gläubiger zu zahlen, aber den gibt es sowieso nicht. Und auch wenn es einen gäbe, ist er kein Gesellschafter von Mt. Gox, also sind seine Pläne haltlos. Ja, man sollte also immer nochmal diese ganzen Dinge hinterfragen und in dem Fall gibt es hier die Aussagen von dem aktuellen Vorsitzenden von Mt. Gox, dem CEO bzw. dem ehemaligen CEO und der hat das Ganze hier nochmal quasi richtig gestellt. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Thank you.